Ihr wollt noch einen Part? Okay, den gibt's jetzt. Und zwar mit der Arena. So, ich glaube, die Level unserer Pokémon müsste für die Arena gut ausreichen. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Viola ist die Pokémon-Arena. Das ist ja schon klar. Hey, zwar bin ich kein Trainer, aber ich kann dir gute Tipps geben. Glaube mir, wenn du es tust, kann dein Traum von der Meisterschaft in Erfüllung gehen. Du glaubst mir? Dann pass auf. Typ Pflanze ist schwach gegen Typ Flug. Das solltest du dir merken. Ja, wer weiß es nicht. Ah! Lass mich herausfinden, ob du gut genug bist, um gegen Falk anzutreten. Ja, das werden wir bestimmt sein. Der und sein Habitak und sein Taubsi, die können mich mal. Oh, nur Habitak. Okay. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ich die Pokémon von dem Typen nicht weiß. Ich kenne ja alle Trainer mit jedem Pokémon. Für die, die es nicht wissen, ich bin halt ein großer Freak, der kein Leben hat. Und Hypnose zeigt keine Wirkung. Warum nicht? Weil es eine Geisterattacke ist oder? Ne, es ist Hypnose-Attacke. Verdammt, Schlecke geht nicht, weil Habitak ein Normal-Pokémon ist. Da muss ich jetzt wechseln. Ich nehme Folge. Zubat ist ein bisschen unsinnig, weil Zubat mit seinem Blutzauber nicht sehr effektiv ist. Deswegen nehme ich Folge. Außerdem kommt Folge Blut. Und ja, das ist ganz gut eigentlich. So, jetzt machen wir den Feuer mal ein bisschen heiß. Dann gibt's heute Chicken mit Nuggets. Lecker, lecker. Und Level 10 für Nibulak. Gleich müsste es Fluch erlernen. Oder Horrorblick. Ich weiß nicht, welches zuerst. Das kann nicht wahr sein. Doch, das ist es. So, dann kämpfen wir mal gegen Klaus. Das Motto lautet Courage. Sie alle üben hier Tag und Nacht. Um Vogelmeister-Trainer zu werden. Komm schon. Okay, Klaus. Ja. Woher ich den Namen weiß, kann es einfach so, weil ich kein Leben habe. Ich hab's euch schon gesagt. Okay. Ich wechsle jetzt einfach wieder. Ich glaube, ich mache jetzt dasselbe wie vorhin. Folge. Ich glaube, gegen die Vögel können wir momentan nur unser Vogel einsetzen. Und die Arena geht recht schnell. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich gewusst, dass die so schnell geht, hätte ich es im letzten Part noch gemacht. Aber naja. Dafür war ich halt im letzten Part noch zu faul. Ah, komm, ich möchte Chicken mit Nuggets haben. Bitte. Jetzt aber. KFC. Verdammt, warum triffst du jetzt nicht? Warst du gegen den Sand oder was? Komm. Das schreckt dich doch nicht ab. Nochmal. Ja, also geht doch. Ich wusste, so ein Sandwirbel kann ich nicht aufhalten. Ach, ich dachte schon, es geht hoch zum Level, aber da habe ich mich glatt geirrt. Okay, hier ist Taubsi Nummer 2, wahrscheinlich auch Level 7. Jawohl, dachte ich mir doch. Wieder dasselbe Spielchen. Ah, knapp, knapp. Knapp bis zum One-Kill, aber naja, knapp daneben ist auch vorbei. So, jetzt müsste es gewesen sein. Der nächste Trainer ist Falk, der Arena-Leiter. Ja, bald haben wir einen Igel-Lover, glaube ich. Mit der 14, wenn sich entwickelt. Okay, ich würde sagen, wir entwickeln es gleich bei einem wilden Pokémon, damit wir die Power in den Arena-Leiter-Kampf mitnehmen können. Ach ja, es ist übrigens immer noch nach dem Spiel wieder so spät, um 19.45 Uhr muss ich zugeben. Also einfach, ich hatte heute nicht so besonderes Lust auf Let's Plays, aber dann habe ich mir gedacht, nehme ich mal trotzdem auf, kann ja nicht schaden. So, Minecraft werde ich heute auch noch aufnehmen, aber es kommt wahrscheinlich erst morgen, also am 30.12.2012. Noch kann ich 2012 noch sagen. Bald ist es ja nicht mehr so. Ich vermisse 2012. Ah! Toll. Perfekter Gegner für Igel-Lover. Ne, Quatsch, jetzt sei ich schon Igel-Lover. Weil ich den Drang habe, dass sich Feuerigel entwickeln soll. Na los, Feuerigel, das schaffst du. Oh Gott, sei effektiver Blubber. Das zieht ja sowas von gar nichts ab. Deckel! Ah, das zieht mehr ab, sogar ein One-Kill. Ich glaube, ich sollte Feuerigel an erste Stelle setzen. Nur für die kurze Zeit, bis sich's entwickelt halt. Okay,
Wechsel von, mit Nebulak. Okay. La 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 la. Scheiße. Ne, Quatsch, das wollte ich nicht, warum sag ich scheiße? Wahrscheinlich so eine Angewohnheit. Perfekte Gegner für Igel, aber. Ich meine, Folge. Okay. Glut. So, Spinny, du wirst verbrannt. Level up, level up, level up, level up, level up. Yes, Level 14. Entwicklung? Jawohl, ganz wie ich es gesagt habe. Die erste Entwicklung in diesem Let's Play. Okay, jetzt kann ich wirklich Eagle-Lover sagen. Ich glaube, das müsste Ruckzuckieb noch. Nee, Ruckzuckieb erlernt es wahrscheinlich erst mit Level 16. Gut, jetzt haben wir ein Pokémon für den Arena-Leiter. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir müssen ja auch noch unser Zubat und unser Nebulak noch nebenbei noch trainieren. Und auf Aaron kann ich eigentlich scheißen, weil das gehört ja nicht ins Team. Aber ich hatte mal Onyx im Team, das war ganz gut eigentlich. Aber ich konnte nicht entwickeln. Damals wusste ich noch nicht, dass man Onyx einen Metallmantel geben muss und es tauschen muss, damit es sich zu Stalos entwickelt. Das habe ich erst nach dem Let's Play dann gemerkt. Naja, aber genug über alte Zeiten geredet, jetzt kommt der erste Arena-Leiter in diesem Let's Play. Falk. Ich bin Falk, der Arena-Leiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel von Pokémon mit einem elektrischen Blitz stützen kann. So etwas werde ich niemals zulassen. Ich werde dir die wahre Kraft der Vogel-Pokémon oder Flug-Pokémon spüren lassen. Arena-Leiter Kampf. Hier wieder einmal die normale Standardmusik. In Zukunft kommt eine eingefügte Musik von Pokémon Studios rein. Okay, sein letztes Pokémon ist, wer hätte es erwartet, Taubsi. Auch Level 7, wie das von Klaus vorhin. Okay, Glut mit unserem frisch entwickelten Igelover. Ah, unser Igelover hat doppeltes Level. Das ist klar, dass es ein One-Hit-Kill wird, auch wenn es ein Volltreffer war. So, und sein letztes Pokémon, Tauboga. Dieses Tauboga sollte man nicht unterschätzen, denn es hat eine Attacke gegen Feuer-Pokémon drauf, auf die müssen wir aufpassen, und das ist Lehmschelle. Lehmschelle ist so ähnlich wie Sandwirbel, bis auf das, Lehmschelle zusätzlich noch dem Gegner schadet. Aber ich glaube, er scheint die Attacke nicht besonders gerne einsetzen zu wollen, weil er gerade Windstoß eingesetzt hat. Naja, Pech für ihn. Holen wir uns einfach mal den Flügelorden. So, schon fast Level 15. Wir trainieren unser Igel aber echt zu heftig. Verflixt. Mein Vater hat Flug-Pokémon geliebt. Also gut, nimm dies. Aua, da hab ich geschlagen. Dies ist ein offizieller Flügelorden der Pokémon-Liga. Gold? Gold erhält 900 Pokédollar und schickt einen Teil nach Hause. Gold erhält den Flügelorden. Der Flügelorden stärkt den Angriffswert deiner Pokémon. Quatsch, das sagt ja der Typ. Außerdem können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Hier, ich habe noch etwas für dich. Gold erhält TM31. Benutzt ein Pokémon eine TM, dann erhält es sofort eine neue Attacke. Überlege dir den Einsatz gut. Eine TM kann nur einmal eingesetzt werden. Boah, ist ja ekelhaft. TM31 enthält Lehmschelle. Fügt dem Gegner Schaden zu und er reduziert gleichzeitig seine Genauigkeit. Mit anderen Worten, sie ist sowohl defensiv als auch offensiv. Okay, genug. Genug mit dieser Stimme, sonst werde ich noch zum Nadine. Montiere zu Nadine! Hallo Leute, wie geht's euch denn? Boah, ist ja ekelhaft, dieser Arena hier. Wer ruft an? Professor Linz, was will denn der alte Sack? Hallo Gold! Wir haben etwas über das Ei herausgefunden. Mein Assistent ist im Pokémon Center von Viola City. Sprich doch bitte mit ihm. Klick. Okay, gehen wir zurück ins Pokémon Center. Wir müssen eh noch unsere Pokémon heilen. Ich möchte noch einen kleinen Abstecher in einen mysteriösen Ort machen, aber den werden wir später sehen. Hallo, Gold, lange nicht gesehen. Professor Lind hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er hat noch eine Bitte an dich. Nimm bitte das Pokémon-Ei. Ja. Gold erhält Gold erhält Ei.
Wir haben entdeckt, dass ein Pokémon erst schlüpft, nachdem es im Ei aufgewachsen ist. Außerdem muss es sich in der Nähe anderer Pokémon befinden, um zu schlüpfen. Gold, du bist die einzige Person, auf die wir zählen können oder uns verlassen können. Bitte ruf Professor Lind an, wenn es also weit ist. Ja. Verpiss dich. Lass mich erstmal meine Pokémon heilen. Guten Tag, blablabla, wir quatschen dich immer wieder voll, weil es mir Spaß macht, dich leiden zu sehen. Okay, wir heilen deine Pokémon. Ich bleib hier stehen und warte. Oh, es geht weiter. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja. Okay. Ja, jetzt haben wir ja ein Pokémon, das, jetzt können wir ja Blitz außerhalb eines Kampfes ansetzen, da wir den Flügelorden haben. Die Frage ist, welches Pokémon kann Blitz? Knofenser könnte Blitz, aber wir können momentan keine Knofensers fangen, weil es Nacht ist. Das ist schlecht. Aber ich glaube, Noctusen müssten Blitz können. Hutut meine ich. Also suche ich jetzt mal einen Hutut und fange es ein, damit wir ein Pokémon haben, das Blitz drauf hat. Nein, Weberak, ich will dich nicht. Ist ja ekelhaft, geh weg. Komm, ich flieh vor dir. Entschuldigung. So, was ist das jetzt? Hutut, bitte! Nein, Zubat, ich weiß, dass du keinen Blitz kannst. Blitz kannst du, aber Blitz nicht. Tschüss. Und ich glaube, ich sollte die Position ändern von Nigelover auf einem Zubat, unserem schwächsten Pokémon momentan. Neben Aron, meine ich. Aron, so heißt jemand aus meiner Klasse. Lustig. Okay. So, jetzt aber Hutut, bitte! Hutut! Oh. Weberak. Ich glaube, wir verschwenden jetzt wieder die Hälfte unserer Zeit, um wieder auf dieser Route ein Pokémon zu fangen. Das ist immer dasselbe. Okay, ich speede. Nein! Nebulak! Ich dachte, man kann hier keine Nebulak fangen. So steht's im Wiki. Verdammt, der Wiki hat mich reingelegt, okay. Dafür sauge ich jetzt das Blut von Knofense aus. Und zwar mehrmals, ich glaube, das biete ich auch. Das ist ja eigentlich nur ein Pokéslave, das ist ja kein richtiges Pokémon. Scheiße, was habe ich getan? Ah, gut, du bist wieder da. Sehr schön. Dann bleib mal kurz stehen und lass dich mal ein bisschen was aussaugen. So, jetzt aber nicht mehr Blutsauger ansetzen, sondern jetzt Pokéball. Und ich glaube, das müsste drin sein. Wir hatten ja schon mal Knofense gefangen, das haben wir ja gegen das Onix getauscht. 1, 2, 3 und drin ist der Knofense im Ball. Der Knofense im Ball, hab ich das gerade gesagt? Egal, keine Ahnung. Ich habe mein eigenes Deutsch, wisst ihr? Okay, Blitz. Und ich hoffe, ja, aber Knofense kann Blitz, ganz wie ich es mir gedacht habe. Jetzt können wir auch in die dunkle Höhle reingehen. Und genau das machen wir jetzt auch. Hey, hast du was zu quatschen? Ich melde mich, sobald ich etwas Hinderstig erfahren könnte. Okay, genug. Mit dieser Stimme experimentiert. La la la, wer bist denn du? Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Ja, das machen wir jetzt auch. Okay. Knofense. Blitz. Gut, das sieht doch schon viel besser aus mit dem Blitz hier in der Höhle. Mussten wir im Rubin-Let's Play nicht machen, da es ja im Rubin-Let's Play verbuggt war. Aber jetzt müssen wir Blitz wieder einsetzen. Was sehr traurig eigentlich ist. Aber wir können ja auch noch gleichzeitig ein bisschen trainieren. Und zwar unser Nebulak und unser Zubat. Die müssen nämlich stärker werden. Unser Igelava ist inzwischen schon, ja, richtig overpowered, kann man sagen, mit Level 15 beim ersten Orden. Ihr kennt es ja aus dem Game-Let's Play wahrscheinlich, wenn ihr es gesehen habt. Da hatten wir schon, mit Level 15 konnten wir damals in den Mondberg gehen, nur so als Vergleich. Und wir sind kurz nach dem ersten Orden, das heißt, wir wären jetzt gerade mal bei der Route zum Mondberg, wenn es das Game-Let's Play wäre mit dem Leveln her. Okay, mein Nase läuft ein bisschen, deswegen muss ich ein bisschen Sprechpause machen, weil ich den Rotz aus meiner Nase holen muss. Das sieht so nämlich ja, also nicht wundern, falls ich plötzlich so Pausen machen muss und nicht mehr rede. Das liegt nicht daran, weil ich frustriert bin, sondern ne, gesundheitlichen Gründen.
Natürlich kann ich auch einfach reinrotzen, aber es würde, glaube ich, ein bisschen ekelhaft werden für euch. Es würde sich dann so anhören. Nee, mach ich nicht. Verdammt. Gefällt gerade eben. Okay, Blutsauger auf Kleinstein. Es hat ja nur Level 2. Und wir haben wieder volle KP. Gut, dass Kleinstein kein Steinwurf kann, sonst hätte jetzt super jetzt ein paar Probleme. Aber ich glaube, es kann nur Tackle und Einigler. Steinwurf lernst du, glaube ich, erst mit Level 8. So, nochmal ein bisschen Blut abzapfen. Das ist ja wie eine Tankstelle. Man geht hin, nimmt ein bisschen Öl mit und dann geht man wieder. So ist es hier beim Kleinstein auch. Es taucht auf, wir nehmen ein bisschen Blut von ihm ab und dann gehen wir auch wieder. Verdammt, fast hätten wir volle KP. Naja, macht nichts. So, wir könnten jetzt runterspringen. Ich glaube, das müssen wir auch machen. Und wir haben einen Trank gefunden. Wow. Hier ist nichts. Kann sein, dass hier noch ein paar versteckte Items sind, aber die möchte ich jetzt gerade nicht holen, weil ich gerade zu faul dafür bin. Boah. Ich glaube, wir können jetzt ein paar Zubats noch abschlachten. Nebulak. Nebulak fühlt sich wahrscheinlich im Dunkeln total wohl. Normalerweise würde ich es nicht machen, weil Zubat eigentlich Biss einsetzen kann und Biss ist eine Unlichtattacke, die sehr effektiv gegen Nebulak ist. Aber ja, mit Level 2 kann Zubat noch kein Biss, sondern nur Blutsauger. Wir kennen es ja von vorhin. Also von vor zwei Parts, wo wir auch einen Zubat gefangen haben. Oder was vor zwei Parts? Ja, kann sein, vor zwei Parts. Gut, und jetzt schlecken wir noch ein bisschen weiter ab. Okay. War ja gar nicht so schwer. 7 Erfahrungspunkte, das hat er total gebracht. Okay, was ist das? Ein Pokémon könnte ihn vielleicht zerschmettern. Dafür brauchen wir Zertrümmerer. Aber die haben wir noch nicht. Die kriegen wir erst später, also nach dem 4. Orden. Und was ist das jetzt? Ich wusste gar nicht, dass es hier dumme Isles gibt, aber gut. Wahrscheinlich tauchen die nur sehr selten auf. Auch mal interessant, die habe ich früher nicht gefangen oder begegnet, wo ich in der Dunkelhöhle war. Okay, Blut abzapfen. Dumme Isle ist ein Normal-Pokémon. Und müsste daher, ja, ganz leicht zu geschlagen sein. Aber es kann Raserei, aufpassen. Ich glaube, ich verwirr's mal. Dumme Isle ist ein deutlich stärkerer Gegner als Kleinstein und Zubat. Wegen dieser Raserei-Attacke. Ihr seht, die Attacke zieht viel mehr ab als die Tackle-Attacken vorhin. Außerdem hat es Level 4, was das Ganze noch ein bisschen erschwert. Ey, du bist so dumm, Dummisel. Setzt nur Raserei ein, also wie dumm bist du? Damit geht's doch gar nicht. So, Blutsauger. Dummbatz. Okay, ein paar KP. Was? Oh nein, sein Angriff wird stärker wegen Raserei. Ey, was machst du, du Lappen? Nee, jetzt seh ich schon wie die Schule ins Block. Okay, das wird mir langsam zu heiß. Ihr seht, Dummisel ist stärker als es aussieht. Und es, ich probiere es mit Nebulak, dann treffen die Attacken nicht mehr. Aber unser Nebulak kann es auch nicht angreifen. Verdammt, was mache ich denn da? Okay, wisst ihr was? Ich bin so eine Pussy, ich fliehe jetzt einfach mal. Tschüss, Dummisel. Bis irgendwann mal. Oh Gott, 18 Minuten und wir haben noch nichts gemacht. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen noch die Bärbel mit, damit das Ganze noch ein bisschen länger wird. Okay, und jetzt gehen wir zu den Alf-Ruinen. Verdammt! Noch ein wildes Pokémon. Lass mich in Ruhe. Weberak. Das ist jetzt das letzte Mal, wo wir auf dieser Route sind. Wir waren ja so oft in dieser Route in den letzten 2 bis 3 Parts. Wir werden nicht mehr diese Route betreten und nicht mehr gegen die wilden Pokémon hier antreten. Vor allem diese Weberaks, die gehen mir jetzt auf den Sack. Also tschüss, Weberak. Web ein paar Netze und greif keine Trainer an. Die haben Besseres zu tun, als mit dir zu spielen. Die zerquetschen dich höchstens, ne? Da riskierst du höchstens dein Leben. So, okay, jetzt gehen wir mal, wie gesagt, zu den Alf-Ruinen. Das ist ein mysteriöser Ort. Aber ich möchte jetzt nicht allzu viel sagen. Das werdet ihr gleich sehen. Erstmal gehen wir hier lang. Zur Route 36.
Ich kenne die Namen der alle Trainer, aber nicht die roten Namen. Das ist doch ein fetter Fell, oder? Ein merkwürdiger Baum blockiert die Straße nach Ducati City. Wegen dieses Baumes kann ich nicht einkaufen gehen. Man sollte etwas dagegen tun. Okay, schauen wir uns mal diesen merkwürdigen Baum an. Hey, hey, ich wollte den Baum mit einem mächtigen Hieb an zwei Beichen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe versagt. Von dem Typen bekommen wir übrigens der Trümmer, aber erst wenn wir diesen Baum hier entfernt haben. Okay, das ist der mysteriöse Baum. Hey, ha, ho! Hey, ha, ho! Hey, ha, ho! Und nochmal. 1, 2, 3! Hey, ha, ho! Okay, genug rumgearbeitet mit diesem merkwürdigen Baum da, der herumsteht. Hey, ha, ho! Jetzt gehen wir in den Alfruinen und tun nicht noch mehr Zeit totschlagen. Ne? Nicht wieder mit diesem Baum, der. Hey, ha, ho! Macht. Ja, okay, jetzt bin ich genug rumgearbeitet, das meine ich jetzt ernst. Aber ich gehe mal noch hier ins Gras, das bietet sich gerade so schön an. Ein Huthut, genau das hätte ich vorhin gebraucht, aber Knuffelsen war auch ganz okay. Aber mit Huthut hätten wir halt noch einen weiteren Eintrag im Pokédex. Naja. Jetzt fliehen wir hier erst einmal. Was gibt's hier noch für Viecher? Wahrscheinlich dieselben wie in den anderen Routen. Routen. Ich muss deutlicher sprechen. Run! Run! Er sagt auch Run, dieses Huthut. Okay, einmal noch und dann gehe ich echt zu den Alfruinen. Okay, es tauchen hier anscheinend nur Huthuts nachts auf. Ob wir mit Hack, weiß ich nicht so genau. Ich kenne diese Route nicht so besonders gut. Ich bin ja auch gar nicht so oft, um Pokémon zu fangen. Das heißt gar nicht. Ich bin hier eigentlich nur auf Durchreise, wenn ich in diese Route gehe. Normalerweise. So, hier sind die Alfruinen. Hast du diesen merkwürdigen Baum auf der Straße gesehen? Das kann erklären, das hat immer weniger Menschen, die Alfruinen besuchen. Was hast du zu sagen? Fragst du dich nicht, wer so etwas tun sollte? Und warum? Was denn? Was redest du? Egal. Alfruin. Das sind die Alfruinen. Dort gibt es viele mysteriöse Dinge, das sind die Alfruinen, Äpfel, Stein, Puzzle, Kammer. Ja, nun gehen wir erstmal in das Gebäude hinein und sprechen mal die Schlampe an. Willkommen in diesem Raum. Hier gibt es verschiedbare Platten, die ein Pokémon darstellen, das aus der Antike stammt. Verschiebe die Platten so, dass ein Bild entsteht. Rechts findest du die Beschreibung, in der Videobeschreibung des Pokémons, ja. Die Forscher im Untergrund untersuchen neu entdeckte Muster. Aber zunächst müssen wir hier das zeichnen. Okay, meine Inkognito-Schriftkenntnisse sind nicht so besonders gut. Ihr habt es im, wie heißt das Spiel, Lost Silver gesehen. Was heißt Flmot? FL. Also das erste ist ein F, das zweite ist ein L, das dritte ist ein M, das vierte ist ein O, das fünfte ist ein H und das letzte ist ein T. Flmot? Oh Gott. Ich würde sagen Blitz. Lass mal einfach hier mal Blitz ein. Was? Du kannst es nicht verwenden. Warum nicht? Blitz! Filmot. Was heißt das? Neulich sind seltsame Muster aufgetaucht. Eines ist merkwürdig. Vor kurzem waren sie noch nicht da. Wirf einen Blick auf die Wände. Ja, Filmot. Toll. Eigentlich sollte man hier Blitz einsetzen und dann würde sich das öffnen. Normalerweise. Ich weiß noch nicht, ob es im Kristall-Let's Play, im Kristallspiel anders ist. Ich schaue mal im Wiki nach, wie es ist. Bis gleich. Okay, bin ich wieder. Man muss hier ein Fluchtseil einsetzen, habe ich gesehen. Aber ich glaube, wir haben gar kein Fluchtseil. Wir haben es ja im Knuffelsenturm schon verwendet, ne? Natürlich. Okay, dann müssen wir zurück nach Viola City laufen und uns ein Fluchtseil holen. Und zwar mache ich das inscreen. Keine Ahnung warum. Einfach mal so, um euch zu nerven. Ich nerve euch ja so gerne. Jetzt kriege ich wahrscheinlich 20 Daumen runter, weil ich das gerade gesagt habe. Aber egal.
Ach, der Mark ist ja schon direkt daran. Direkt am Eingang. Naja, okay. Fluchtseil. Hier, Fluchtseil. Ja, ein Fluchtseil. Ja, danke, bitteschön. Lass mich in Ruhe. Ich möchte jetzt die Ruinen erforschen. Wie ein Geologe. Okay, Route 36 schon wieder. Ja, und das war's schon mit Route 36. Ihr seht, wir gehen ganz schön schnell voran. So, hier sind wir in Alphorin und jetzt Fluchtseil. Ich hoffe, es klappt. Ansonsten blamiere ich mich hier jetzt einmal wieder. F-L-U. Dann heißt es Flucht. Dann ist das M gar kein M, sondern ein U. Okay, muss ich mir merken. Flucht. Also Fluchtseil. Hä? 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 Ah! Ah, was passiert? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Da hat sich was geöffnet. Oh mein Gott, 4 Items. Heilpuder. Kenne ich gar nicht. Okay, was ist das? Energiestaub. Kenne ich auch nicht. Und das ist das hier? Gegengiftbeere. Oh, die müsste doch schon ganz verdorben sein, wenn sie hier schon Jahre hinter diesen... Oh. Gut, dass es ein Pokémon gibt und nicht mich selber. Und eine gewöhnliche Beere, die auch schon Millionen von Jahren hier dran liegt. Toll. Okay, jetzt machen wir mal dieses Rätsel. Es ist ja nicht besonders schwer. Halt, Moment. Ruhe, Start. Start, ich will zurück. Was ist denn das hier? Ein Pokémon, das sich am Meeresgrund versteckte und mit seinen Augen auf dem Rücken die Umgebung genau beobachtete. Okay, das ist so ein Randteil. Randteile immer zuerst. Oder Eckenteile, so mache ich zumindest im Puzzlen immer, wenn ich mal ein Puzzle tue. Was ich eigentlich gar nicht mache. Sondern nur hier ein Pokémon. Naja, das ist auch nicht besonders schwer. Ich glaube, das müsste ich beim ersten Versuch hinbekommen. So, kommt, dann kommt das hier hin und dann kommt das hier dahin. Dann das hier kommt dorthin und dann das kommt dahin. Das kommt übel. Das Pokémon, was da rauskommt, das ist ein Kabuto. Und ja, vielleicht haben wir es geschafft. So, die Randteile sind platziert. Jetzt können wir mit diesen Innenteilen hier anfangen. Das hier sind die Klauen. Jetzt kommen die Augen. Ich glaube, das kommt hier hin. Dann kommt das hier dorthin und dann kommt das hier schließlich und endlich dorthin. Naja, auch nicht so besonders schwer. Okay. Was zum... Ah. Eine seltsame Anwesenheit ist hier zu spüren. Warum? Was steht denn hier auf diesen Dingern? Dies ist eine Nachbildung eines antiken Pokémon. Okay, welches könnte es wohl sein? Das ist wahrscheinlich Arceus, weil dieses Pokémon erscheint in den Alphruinen, wenn man da ein bestimmtes Rätsel löst. J. Wie J? 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 Also J. Dann setzen wir mal Blutsauger ein. Verdammt, Blutsauger hat noch einen HP. Aber hier könnten wir unseren Zubat sehr gut trainieren in den Alphruinen. Ich glaube, das machen wir auch. Kraftreserve, das ist die Cognitos Spezialattacke. Ist auch die Incognitos einzige Attacke, die es drauf kann. Und die ist sehr effektiv. Shit, okay. J ist stärker, als ich dachte. Dann setze ich mal Nebulak mit Schlecker ein. Und ich würde sagen, die letzten Minuten verweilen wir noch in den Alphruinen und trainieren unsere Pokémon. Das war jetzt nicht sehr effektiv. Ich dachte, das ist immer sehr effektiv, weil wenn das Pokémon das Element hat... Ach, egal, ich krieg mal wieder Scheiße. Die kein Mensch versteht. So, Schlecker zieht mehr ab als der Blutzauber von Zubats. Also ich dachte, Kraftreserve ist immer sehr effektiv, wenn das Pokémon einen bestimmten IV hat, Identifikationswert oder sowas, weiß ich. Das ist wieder so Pokémon-Wissenschaft, Poké-Wissenschaft. Und noch in Inkognito. Hier gibt es nur Inkognitos, aber mit verschiedenen Buchstaben. Und momentan treffen wir nur auf J. J. ist einer der seltensten Buchstaben, die im deutschen Alphabet vorkommen. Das seltenste ist das Q.
Das häufigste ist das E und das N. Keine Ahnung, warum das N kommt, so habe ich es zumindest in Wiki gelesen. N. Ja, N wird schon häufig verwendet, zum Beispiel mit dem Wort Inkognito. Und schon wieder ein J. Gibt's hier nur J? Ich will hier noch was anderes haben außer J. Ich möchte mal ein N haben oder sowas. Wahrscheinlich gibt's ja auch nur ein Q. Das ist der seltenste Buchstabe, habe ich ja schon gesagt. D. D, 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 D. You died. So habe ich das in Erinnerung im Lost Silver Let's Play. Okay, was hast du zu sagen? Bei meinem Kunden, der Ruin, haben wir plötzlich eine seltsame Gegenwart gespürt. Alle hatten Angst und liefen davon. Du solltest auch vorsichtig sein. Den Ruinen wohnt ein großes Geheimnis inne. Ich denke... Was denkst du? Alf-Ruinen, Fremde, willkommen. Meint ihr die Inkognitos oder mich? Egal. Was ist denn hier in diesem Haus drin? Alf-Ruinen-Forschungszentrum. Die Autorität in Sachen Alf-Ruinen. Okay, was ist hier drin? Es gibt Pokémon in den Ruinen? Das sind unfassbare Neuigkeiten. Das müssen wir erforschen. Ja. Mach das ruhig. Die seltsamen Pokémon, die du in deinen Ruinen gesehen hast. Erscheint sie ähneln den Zeichnungen an den Wänden. Was bedeutet, es gibt viele von ihnen. Ja, so sehe ich das auch, genau. Können wir hier in die Box? Alf-Ruinen, 10. Forschungsjahr. Was, 10 Jahre schon? Oh Gott. Das Spiel ist inzwischen ja auch schon 10 Jahre alt. Das heißt, sie sind schon 20 Jahre in Alf-Ruinen tätig. Na ja, gut, dann beende ich diesen Part hier an dieser Stelle. In den Alf-Ruinen. Ich weiß nicht, wollen wir im nächsten Part ein bisschen trainieren? Instruieren? Ja, ich glaube, das mache ich. Kann zwar wieder ein bisschen nervig sein, aber ich muss es tun, denn unser Nebulak und unser Zubat muss auch ein bisschen trainiert werden. Ich werde beide auf Level 15 trainieren. Oder sagen wir 12. Wir wollen es ja nicht übertreiben. 12. 12 reicht. Dann können wir weiterziehen nach. Wer ist die nächste Stadt? Wer ist die nächste Stadt? Ich hab den Namen, der liegt auf der Zunge. Wer ist der nächste Stadtname? Der nächste Stadtname ist. Moment, ich hab's gleich. Der nächste Stadtname ist Azalea City. Gut, dann mache ich jetzt Pause. Und was heißt die Pause? Ich beende den Part. Okay, dann bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.